Willkommen zurück bei meinem kleinen Harry Potter 3 Projekt. Und zwar habe ich euch mit so einem Cliffhanger alleine gelassen. Und jetzt geht's aber weiter, nachdem ich das Spiel auf meinem alten PC nicht mehr spielen konnte, habe ich alles dafür getan, es auf meinem neuen PC weiterzuzocken. Und damit das hier nämlich auch ein Ende hat, beziehungsweise wollte ich gerne, also es sollte halt auch zu Ende gespielt sein und nicht nur die Hauptstory, sondern jetzt auch noch die Prüfungen und auch noch die restlichen Porträts wollten wir uns angucken. Und auch noch die Karten, die am Ende noch kommen, weil die haben wir ja fleißig gesammelt und es wäre ja schade, wenn wir das nicht auch noch sehen. Und deswegen geht es jetzt hier weiter und genau, willkommen zurück und wir werden direkt loslegen und einsteigen. Kann ich mit der Plattform auch wieder hoch? Ich hab's verkackt, ne, oder? Ich hab's verkackt. Das war mein Weg nach oben. Ich hab's verkackt. Das ist zu weit weg. Hallo, Plattform! Hallo, Wichtel! Also ich wollte fragen, könntet ihr vielleicht kurz auf den Knopf drücken, ja? Damit der hier auf der Seite wieder rausschießt und ich den nochmal drücken kann. Danke! Das wird natürlich nicht passieren. Ist doch shit jetzt hier. Muss ich das jetzt resetten? Ist das hier ein Bug? Habe ich was entdeckt und ich komme nicht mehr raus? Ach so, vielleicht sollte ich einfach mal hier hochspringen und von da aus dann auf die Plattform. Ja, genau so. Halt! Boah, das ist fies, ne? Ja. Finde ich auch. Schon ziemlich gemein. Vor allem haben die auch echt hier gelauert. Die haben hier richtig gelauert und auf uns gewartet, dass wir uns hier runterlassen. Ich habe keine Worte dafür. Außer Hass. Könnt ihr euch bitte zusammenstellen? So, ja, sehr schön. Okay. Und was ist das hier? Achso, das ist einfach nur Plattform. Hä? Achso. Ich dachte gerade, hä, wohin fliege ich denn jetzt? Dann fliegen wir jetzt hier rüber. Weil hier ist ja sonst nichts mehr. Moment, warum ist der hier dunkel? Da war doch einer dunkel. Da war einer dunkel. Wollen die mich verarschen? Ach, die gehen immer so zwischendurch aus und wieder an. Bitte alle. Fantastisch, Ron. Eine Bestnote. Du hast wahrlich den Capere-Traktum-Zauber gemeistert. Danke, Professor Lupin. Ja. Replay. Nein. Am Arsch. Am Arsch, Replay. Exit. Ich hoffe, du hast deine Abschlussprüfung gut vorbereitet. Keine Frage, Professor McGonagall. Dank des Zeitumkehrers, den ich von Ihnen bekommen habe. Diese Übung könnte etwas herausfordernder sein als die bisherigen. Sammle alle 5 Aufgabenschilde, um deine Prüfung mit Bestnote abzuschließen. Fang an. Ja, das wird nicht so die Challenge für Hermine sein, für uns eher. Ich muss mich erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen. Okay, ich bin ein Kaninchen. Und, wie war das noch? Ich muss jetzt hier reinlaufen, ne? Oh. nein, stopp, stopp. Also hier. Und wie fresse ich das ab? Nein, so kratze ich mich. Okay, gut zu wissen. Okay, irgendwie ist es ja sehr süß, ne? Grüße an Schraubsel an dieser Stelle. okay. Ja, so frisst man, alles klar. Habe ich das auch wieder drauf? Drauf will ich nicht sagen. Mein Gott. Ich habe es wirklich vor einer Ewigkeit gespielt. Gefühlt vor Monaten.
Hä, aber wie habe ich das denn vorher gemacht? Warum läuft denn der jetzt nicht mehr um die Kurven? Ah, okay. Dann fresse ich mich noch hier durch. Oder springe mich durch. Das ist alles viel zu... Oh Gott. Oh Gott. Ja, da musst du gar nicht so gucken. Jetzt halte bitte die Balance. Wo geht's denn da hin? Auf jeden Fall weit nach unten. Rückwärtsgang. Biep, biep, biep. Okay, und jetzt hier rüberspringen. Okay, hier noch abfressen und dann hier rein. Das ist aber richtig tief hier. Alles sehr unterirdisch. Komm schon! Okay. Wo bin ich? Also ich bin jetzt hier durchge... Okay, dann buddel ich mir jetzt hier das Loch. Wenn das unsere Herausforderung ist, dass wir jetzt hier rumlaufen, Felder freibuddeln, uns durch Hecken fressen, dann muss ich aber mal mit der Lehrerin sprechen, weil ich weiß nicht, ob das so pädagogisch wertvoll ist. Und jetzt muss ich auch noch hier zurück, weil ich nämlich da hinten nichts aufgemacht habe. Hüpf mal. Okay, wenigstens das Springen ist wieder cool und macht Spaß. Wo muss ich hin? Wo muss ich lang? Oh, da buddel ich noch. Okay, das wird ein Elasto-Gespringe. Auf jeden Fall. Oder auch Belasto. Gut, hier geht's lang, ne? Zurück, zurück, zurück. Ach komm. Ich hab einen Hänger. Ey, sag mal. Das ist nicht meine Schuld. Ich habe so viel Gras zu mir genommen hier, also mich so fett gefressen, dass mir die einfachsten Löcher nicht mehr... Ich passe da nicht mehr durch. So, okay. Haben wir das, ne? Ich hoffe, wir haben alles mitgenommen. Elasto. Genau, einmal hier drauf. Und hier drüber. Okay. Ach komm. Echt jetzt? Rictus Sacra. So, der ist platt. Ja, ich weiß, ich kassiere gerade ordentlich, weil ich zu blöd bin, aus dem Schaden rauszulaufen. Rictus Sacra. Rictus Sacra. Falls wieder die Frage aufkommt, warum läufst du an allem vorbei? Ich gebe mir hier schon Mühe. Ich versuche, alles zu erwischen. Aber... Ich bin einfach ein chronischer Blindfisch. Also, ist nicht böswillig oder so. Ich versuche mir schon auch alles reinzuziehen. Und versuche hier brav alles mitzunehmen. Aber, was soll ich sagen? Ich habe vermutlich in diesem Game auch sehr viel übersehen. Und ich schäme mich nicht. Okay. Wie das jetzt geht, also da oben war ich nicht, oder? Nee, da geht's gar nicht lang. Alles klar, safe. Depulso! 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 Hoffentlich kommen jetzt nicht aus allen Dixies raus. Nee, okay. Depulso! Und nu? Depulso! Gibt's da jetzt wieder einen Trick? Oder muss ich schnell sein? Depulso! 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 Ich glaube, ich muss schnell sein. Depulso! Runter! Depulso! Ach, guck. Ich musste jetzt echt nur schnell sein. Die Reihenfolge war shit egal. Depulso! 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 Okay. Ich hoffe, dass das jetzt das einzige Rätsel war, was man mit diesen Rüstungen hier machen konnte, weil... Denke ich jetzt mal, oder? Okay. Petri fliegen ist also auch wieder angesagt. Warte, speichere ich jetzt? Ist das Buch dann weg? Was mache ich hier?
Was muss ich tun? Okay, ich würde sagen... Ich hau erst... Hä? Ich bin verwirrt, Freunde. Ach so. Ich bin doch nicht mehr verwirrt. Schaffe ich das? Mal eben gucken. Alter, nimm doch die Blumen aus meinem Gesicht. Okay, die Frage, die ich jetzt habe. Geht das auf Zeit? 1, 2, 3. Einfach alles antriggern und schreiend loslaufen und drücken. Die Pulso! Oh nein! Ah, ich verstehe. Okay, ich verstehe. Warte, dreht er sich auch wieder um? Nö. Nur wenn man aus Versehen drauflatscht, ne? Komm. Die Pulso. Mist, da war ich zu langsam. Der. Die Pulso. Also dieser Winkel, den man hier braucht. Ich bin einfach... Die Pulso. Nicht schnell genug. Okay, jetzt hat's geklappt. Ah, okay. Ich dachte, jetzt kriege ich ein Schild. So, weil da ja auch Schilder drauf sind. Gut, den Drachen nehme ich auch. Safe. So, Petri fliegen. Es geht los. So, kleiner Drache, dann gib mal alles. Machen wir hier oben. Absturzdrache. So, da setzen wir uns hin. Einmal hier drauf knödeln. Dankeschön. Ja, sehr freundlich. Dann kann ich noch da hinten in das Loch und dann bin ich nämlich, glaube ich, auch schon fertig mit dem Drachen, ne? Einmal das Feuerchen hier noch mitnehmen. Dann hier rein tüdeln. Nein! Es läuft nur! Eine Herausforderung. So kann man es auch nennen. Eine Herausforderung. Okay. Fliegen. Muss ich mich umgucken? Verpasse ich irgendwas Spannendes hier? Nö. Okay, lauf, kleiner Mann. Laufen Sie! Hä? Oh Gott, nein. Nein, bitte. Bitte, flieg einfach. Warte, ich könnte auch hier oben lang, oder? Ich kann nirgendwo lang. Ich hänge einfach fest. Ja, das mache ich. Ich hänge fest. Das kann ich gut. Ich bin gut im Festhängen. Jetzt spuck doch da rein! Nein! Ja, okay. Dankeschön. Ja, musst du dich gar nicht aufregen, Kollege. Renn! Brauchen wir die Bohnen noch? Ich bin überversorgt mit Bohnen, oder? Ich habe so massiv viele Bohnen. Ich glaube, das ist völliger Stumpfsinn, das hier jetzt einzusammeln. Ich brauche das nicht. Eine Herausforderung. Aber, okay, ich will ja auch alles haben, ne? Dann auf, ne? Ab in den nächsten Raum. Bisschen fliegen. So, Petri. So, hier noch rein. Nicht festhängen. Bitte nicht festhängen. Okay, hier einfach weiter, weil hier oben war ich gerade. Dann hier rein. Okay, da war ich auch. Das ist eine Finte. Die wollen uns nur durch dieses Türchen hier locken. Komm, Kleiner. Da eine Kürbispastete für Dumme, damit wir auch wissen, wo es hingeht. Hier brav lang fliegen. Genau. Hier runter. So, hier hoch. Ich habe massig Zeit. Ich muss mich nicht stressen. Gar nicht stressen. Okay, sehr schön. Genau, hier noch lang. Super. Oh Gott, jetzt wird's richtig. Jetzt Hack oder Drache. Oh mein Gott. Wo bin ich? Was muss ich machen? Hier sind überall Bohnen. Nein. Ach, komm schon. Nein. Nein, ich will den Weg nicht nochmal fliegen, bitte. Lasst mich einfach hier durchs Loch. Lasst mich doch hier rein. Okay, das ist echt... Oh Gott, nicht für so Tasten... Spasten wie mich. Tastenspasten. Darf man das sagen auf YouTube? Okay, jetzt... Nein, flieg halt. Eine Herausforderung. Gut. Warte, ich muss mir kurz ein Zwischenbelöhnchen zur Motivation abholen. Hat gut getan. Ein Zwischenbelöhnchen. So, hier. Jetzt geben wir nochmal alles, Freunde. Ich glaube, ich habe mich gerade warm gespielt. Und ich könnte das jetzt schaffen. Ich bin absolut dieser Überzeugung. Und wenn ich an mich glaube, dann kann das nur gut werden. Ich häng fest. Verdammt. Okay, nein, bitte einfach abbiegen.
Oh, okay, vielleicht weniger reden, mehr steuern. Das wäre auch eine Idee. Ja, könnte ich mal machen. Ist ein Versuch wert. Okay, hier ein bisschen fliegen. Okay, warum kann man nicht gleichzeitig geradeaus drücken und die Leertaste spammen? Das ist ein echtes Manko. Ich hoffe, das ist in irgendwelchen anderen Teilen nicht mehr so. Sehr belastend. Okay, jetzt Vollgas. Die noch mitnehmen. Ha, die Pastete habe ich gerade nicht bekommen und schon bin ich wieder ein bisschen reicher geworden. Okay, jetzt wird es nochmal difficult. Oh, fliegen Sie, kleiner Drache, höher! So, eine Flamme habe ich im Maul, brauche ich hier nicht holen. Könnt mich mal. Ich habe vorgesorgt. So, wo ist hier dieser Pott? Ah, da muss ich hier rein. Genau. Und hier schnell drauf. Boah, jetzt habe ich aber endlos Zeit. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Da war ich ja jetzt richtig gut. Ich war zu gut. Fliegen wir nochmal zurück. Bisschen Böhnchen abholen hier. Jawollo. Haben wir die auch mitgenommen. Guck mal, die Räume hinter mir sind auch direkt zu, ne? Das sind solche Penner, die dieses Spiel programmiert haben. Die gönnen einem auch nix. Grüße an Electronic Arts. Okay. Ich brauche einen Schluck. So, das haben wir ja jetzt. Gut, dass insgesamt keine Zeit läuft. Das wäre übel ausgegangen. Aber hallo. Okay. Schnell einsammeln. Safe. So, diese Zeitaktion könnt ihr euch jetzt echt schenken. Scheiße, warum ist die Tür hier nicht auf? Ich habe irgendwas falsch gemacht. Okay, das verwirrt mich jetzt auf so vielen Ebenen. Habe ich irgendwas nicht gesehen? Aber den da oben habe ich aufgemacht, ne? Eine Herausforderung. Ich möchte nicht noch eine Herausforderung. Ich will das nicht. Ich fühle mich schon sehr gefordert. Okay, da brennt es bereits. Es brennt. Hermine, fackel einfach diesen kompletten Laden hier ab. Was soll dich aufhalten? Die Lehrerin, die niemals kommt und die niemals irgendwie guckt, was hier los ist und die sich einen Scheiß für deine Prüfung interessiert. Eine Herausforderung. Und die einfach dich einfach machen lässt und dich auch einfach sterben lässt. Kann man das vielleicht ganz easy peasy mit Alohomora aufzaubern? Nein, das wäre auch zu einfach gewesen. Oder wäre das noch anders gegangen? Ich muss mal kurz hier diesen... Ich möchte den Drachen beenden. Beenden wir den Drachen. Genau. Auf diese Dinger hier stiefeln. Tut sich hier noch was? Nee. Ich glaube, ich muss wieder ein Drache sein. Ich versuche es jetzt mal einen anderen Weg hier zu finden. Vielleicht muss ich auch einfach alles einsammeln, was mir irgendwie in die Quere kommt. Oh Gott. Bilde ich mir das nur ein oder läuft die Zeit auf jeden Fall immer schneller? Ich guck mal, wie weit ich hier komme. Nicht sehr weit. Komm, Alter, jetzt flieg doch! Gott, das kann doch nicht sein. Ich verfluche diese Prüfung und ich verfluche diese Lehrerin. Das ist pädagogisch sowas von nicht wertvoll, ne, Freunde? Ach, Augen auf beim Job. Bei der Jobwahl. Das gilt auch für Professoren. Manche haben es einfach nicht drauf. So. Einmal schnell hier durch. Okay, hier war ich ja schon, aber ich will jetzt hier nochmal hoch und gucken, ob ich hier was übersehen habe. Aber eigentlich bin ich genau den Weg geflogen, den man von mir verlangt hat und der vorgeschrieben ist und für Dummies gekennzeichnet wurde. Deswegen weiß ich nicht, warum ich hier falsch geflogen bin. Warte, nee, von hier bin ich gekommen. Verdammte Scheiße. Okay, schnell hier lang. Aber hier ist doch auch wieder nur eine Fackel. Und die habe ich doch. Ja, was muss ich jetzt hier machen? Leute. What? Hä? Das macht mich fertig, doch. Ach komm, ich lass mich. Hätte ich hier reingemusst? Hätte ich? Wahrscheinlich schon. Ja, wahrscheinlich. Eine Herausforderung. Hermine, das ist nicht mehr witzig und auch nicht mehr zu motivieren. Das ist einfach nur Müll. Und ich reg mich gerade echt krass auf. Es tut mir sehr leid. Aber... Da
das ist alles nicht mehr cool und auch nicht mehr witzig. Aber Harry Potter 4 wird ja ein bisschen düsterer. Kommt, wir reden über Harry Potter 4, das macht jetzt mehr Sinn. Wir reden einfach über das, was noch kommt, und ich reg mich nicht über Vergangenes auf. Das ist eine Weisheit, die ich auf jeden Fall mal verinnerlichen muss, weil kann ich jetzt eh nichts mehr dran ändern. So, hier reingekrochen. Hier durch und hier durch. So, und diesmal nehme ich das Türchen, was gerade so unverschämt vor meiner Nase zugemacht wurde. Lalala, lalala. Da, ne? Nee. Doch. Okay, hier durch die Pasteten. Es gibt nur dieses eine Loch. Und ich werde jetzt hier durchfliegen. Na, die wollen mich natzen, wollen die mich? Die wollen mich natzen. Die wollen mich natzen. Die wollen mich natzen. Das kann doch nicht sein. Muss ich noch höher? Nee. Okay, Leute, ich habe keinen Plan. Ich habe das Ding jetzt hier nochmal angefackelt. War das in Ordnung? Ich drehe am Rad. Ja, das war's mit Prüfung. Eine Herausforderung. Ich weiß jetzt hier echt nicht, was ich noch machen soll. Ich suche jetzt mal ein bisschen. Das war doch schon immer eine gute Idee. Also hier ist nichts. Hier kann ich auch nichts machen. Hier irgendwo draufhauen? Nö. Hier rein? Nein. Da irgendwie draufzaubern? Nein. Ich kann echt nur den Drachen aktivieren, ne? Und hier geht's ja auch nicht durch. Okay. Ich versuche nochmal einen anderen Weg. Vielleicht habe ich ja wirklich was nicht gesehen. Es wäre mir ja zuzutrauen. Okay, nach rechts und links gucken ist überbewertet. Wir fliegen jetzt hier einfach durch. Ich fliege jetzt nochmal hier durch. Den habe ich aber angeburnt. Ach so. Ach, ich glaube, das sind wirklich zwei verschiedene Räume gewesen hier, oder? Ah, nee. Ich laber. Ich quassel Mist. Hört mir nicht zu. Das ist alles ganz sinnloser Quatsch. Okay, dann fliege ich jetzt hier durch. Lalalalala. Lalalalala. Hier ist auch nichts. Nö. Dann gehe ich hier durch. Und ich bin leicht im Stress. Lalalalala. Und immer wenn ich gestresst bin, fange ich an zu singen. Übrigens. Ist nicht die beste Eigenschaft. Habt ihr schon mal laut in Klausuren angefangen zu singen? Da gucken euch auf jeden Fall alle sehr merkwürdig an. Habe ich jetzt eigentlich diese kleine Flamme im Maul? Nee. Die besorge ich mir jetzt aber noch. Ich finde, das ist schon okay so. Vielleicht muss ich ja wirklich alles hier holen, alles looten. Hä, warum ist denn jetzt der Raum dazu? Habe ich es wieder... Ich habe es wieder verbockt. Aber da war ich auch schon drin. Da war ja nichts Besonderes. Hä? Kenne ich den Raum? Ich fliege jetzt hier runter. Es reicht. Eine Herausforderung. Ah, ich spule das hier jetzt. Okay, jetzt weiß ich aber. Okay, ein letzter Durchgang. Ich weiß jetzt, wo ich hin muss. Und ich habe einfach mal wieder überhaupt nicht gecheckt, dass es da noch einen Durchgang gibt. Und zwar, wenn wir jetzt hier reinfliegen und uns hier ganz normal durch diese kleinen Löcherchen hier durchmanövrieren und dann hier durchfliegen, und hier oben habe ich auch alles gelootet, weil ich dachte, es würde erst aufgehen, wenn ich die komplette Herausforderung durchloote sozusagen und alles mitnehme, was hier rumliegt. Aber nein! Und zwar habe ich ja jetzt gerade wohlweislich schon diese kleine Flamme da aktiviert und mir schon mal Feuer mitgenommen. Ach komm, jetzt häng hier doch nicht fest. Kollege, einfach mal laufen. Genau. So, und dann hier durch. Und jetzt hier über diese beweglichen Türen. Weil man verliert nämlich leicht die Orientierung. Und das ist nämlich die Challenge, weil hier gleich alles ziemlich gleich aussehen wird. Aber wir fliegen hier hoch. Genau. Und fliegen dann, hier nochmal Flamme einkassiert, fliegen dann hier durch. Und fliegen dann aber
hier durch. Und zwar quasi hier runter. Na, komm schon. Genau. Und hier war ich nämlich noch nicht. Und deswegen ist da jetzt auch ein neuer Eingang. Ich versuche jetzt auch diese Pasteten hier zu ignorieren. Komm. Komm. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich noch brauche. Links oder rechts. Okay, fliegen wir mal hier lang. Weil hier ist ja nämlich jetzt wieder neues Terrain. Und dann bin ich hier hoffentlich gleich fertig. Oh Gott. Ich wünschte, es gäbe einen Speicherpunkt. Zwischendrin. Irgendwo. Nein. Ach, warum ist es denn hier so eng? Hallo! Ah, okay. Lasst mich durch. Ich habe einen wichtigen Auftrag, Freunde. Oh Gott sei Dank, die Zeit ist... Es ist vorbei. Okay, das war also... Die hole ich mir jetzt noch ganz entspannt. Sorry für dieses grausame Rumgewedel hier und die Kameraführung. Ah, okay. Junge, das war aber wirklich eine Herausforderung.